Moin, moin, mein Name ist Heinrich der Löwe und wir spielen eine weitere Runde Civil War. Nee, Ultimate Generals Civil War. So viel Zeit muss sein. Höhen angreifen. Die Mission heißt, glaube ich, Rüstungsfabrik. Warum jetzt hier Höhen angreifen steht, weiß ich nicht. Ist aber egal, wir haben den 12. September 1862. Sie haben den Befehl vorzurücken und Harper's Ferry sowie wichtige Rüstung, sowie die wichtige Rüstungsfabrik dort einzunehmen. Die Wachtruppen von Harper's Ferry haben, da steht aber Hab, alles egal, haben die Stadt verlassen und sind in den Höhen in Stellung gegangen, um uns am Vorrücken zu hindern. Greifen Sie sie an, nehmen Sie die Höhen ein und räumen Sie den Weg zur Stadt frei. Klingt easy peasy. Ja. Überleg gerade, nämlich ist das hier so eine Mission, wo man halt die Reserve nutzen mal sollte, also meine zweite Division, weil die brauchen ja Erfahrungspunkte und die schießen ja nicht vom Himmel. Aber nein, komm, das macht mal Heinrich wieder. So, Start. Sie haben den Befehl vorzurücken, Harper's Ferry sowie die Rüstungsfabrik der Unionisten einzunehmen. Machen wir, läuft, kein Problem. Nichts leichter als das. Die Wachtruppen von Harper's Ferry haben die Stadt verlassen und die Höhen eingenommen. Das wissen wir schon. Nehmen Sie die Höhen ein, räumen Sie den Weg frei, machen wir. Alles kein Problem. So, wie sieht überhaupt die Map aus? Die Map ist ein bisschen clean, ist halt eine kleine Mission. Und ja, Hauptangriff werde ich von hier führen, wenn ich das so sehe. Ich werde hier zwei Truppen rechts rumführen und dann schön aus dem Hinterhalt angreifen, hier rübersetzen, wenn sie hier vielleicht beschäftigt sind. Was haben wir denn überhaupt alles da? Auf euch würde ich mal verzichten. Gib mir mal was von der dritten oder vierten Division. Division. Bataillon. Egal, Brigaden waren das hier, glaube ich. Nee, Division, doch. Nee, nee, Division ist ja Korb. Egal. Ich bin gerade durcheinander. Wir wollen auf jeden Fall andere Truppen haben. Ja, komm. So, dann würde ich schon mal ein bisschen schießen. Und zwar meine Kanone hier schon mal über den Fluss packen. Und General Heinrich ebenfalls. Eigentlich können wir ja schon fast alles hier über den Fluss schieben. So. Man kann sie auch toll ineinander packen. Nicht historisch korrekt, aber ja. Die können. Weiß gar nicht, ob ich die Kavallerie auch da hinten rumschicke. Weil dann kann die ja von hinten quasi. So aus dem Übergang. Das zeigt Nein an. Dann stecke ich die Kavallerie doch erstmal hier hin. Wenn das jetzt kein Übergang ist, ist natürlich doof. Weil hier zeigt das auch an. Hier liegen auch Steine. Schrittgeschwindigkeit, Tarnung. Hier irgendwie nicht, aber ich hätte es gedacht. Das sieht aus wie ein Übergang. Ich versuch's trotzdem. Wir starten. So. Und gleich wieder Pause. Wir brauchen die Kanönchen. Die Kanönchen stellen wir hier. Na. Ja. Hin. Dann kommt der Supplywagen und der General auch dahin. So, und die Trüppchen machen wir mal zwei Gruppen. Einmal Hauptangriff. Die Nahkampfeinheiten sind immer die billigen. Dann kommen die Camper Brothers. Die stelle ich dahin. Die sollen so ein bisschen, dass sie hier nicht abziehen, hier so rumziehen, glaube ich zwar nicht. Und ihr werdet dann die Nachhut bilden. So, dass wir hier schmal. Also mein Plan ist, bevor ich hier irgendwie was erzähle, komm her. Also wir sehen, hier ist ein Hügel. So, ich werde hier nicht frontal angreifen, auf keinen Fall.
Außerdem ist da oben Wald. Da gehe ich nie so frontal drauf. Ich würde jetzt hier sagen, Kanonen von der Seite. Und wir versuchen von der Seite durchzubrechen und dann von der Seite aufzuräumen. Ich schicke hier nochmal zwei Einheiten hier hinten rum. Auch wenn ich hier vielleicht nicht rüberkomme, vielleicht können wir sie ja die Einheiten hier so weit zurückdrängen aus dem Wald raus, dass sie hier vielleicht sind. Und dann, wenn sie sich auf meine Position vom Hügel aus konzentrieren, könnte ich vielleicht doch die beiden aus dem Hinterhalt hier hinterm Fluss schön ballern lassen. Mal gucken, ob das sowas wird. Ne? Wenn hier nicht auch noch Einheiten vom Feind sind. Das kann ja auch sein. So. Dann würde ich mit denen nämlich erstmal straight erstmal hier so. Geht in den nächsten Wald. Und dann dürft ihr erstmal marschieren. Ich spule mal leicht vor. Nein, Katze. Kann. Nein. Oh. Nein, verstehst du auch nicht, ne? Nicht miauen. Kavallerie. Kommt auch erstmal hin. Wenn wir durchbrechen. Oh, Katze, nicht gegen's Mikro. Musch. Plüsch. Warte, kleines Baby. So, leg dich dahin. Muss jetzt ein bisschen auf der Platte Platz machen. So, kann ich mein Kabel haben? Danke. So, ich gehe mal wieder auf Play, sonst verpasse ich hier die halbe Schlacht. Ja, die Katze ist ein bisschen komisch. Wenn die kuscheln will, dann kommt die einfach. Egal, ob man gerade Zeit hat oder nicht. Das ist der Wumpe. Wenn sie gekuschelt werden will, dann kommt Zeit. Dann musst du Platz machen. Und wenn du keinen Platz machst, miaut sie die ganze Zeit oder nervt oder kratzt. Naja. Ich bin mal gespannt, ob die KI hier überhaupt auf die Einheiten reagiert. Na, kann ja sein, dass die KI sich denkt, hier. Pff, mir doch Wumpe, ob da Einheiten stehen. Ich bewege mich trotzdem dahin. Und ich bin mal gespannt, inwieweit hier die hier sind. Weil wenn ich den Punkt einnehmen soll, wenn ich hier wahrscheinlich, also ich hätte jetzt hier so lang an dem Berg, hätte ich meine Truppen positioniert. Na, bis hierhin. Schön. Weil dann haben die Höhenvorteil, die haben Deckung. Alles erste Sahne. Und die Kanonen brauchen noch ein bisschen. Muss auch eine scheiß Arbeit gewesen sein. Hä? Da los. Warte mal. Warte mal, warte mal, warte mal. Ich kenne dich zwar nicht, aber hinder. Wenn da bisher nur Truppen sind. Genau, antworten meine Kanonen. Reite zurück. Noch mehr. Mal gucken, vielleicht hat er jetzt hier nur Kanonen stehen. Das wäre echt ein Gag. Da sind auf jeden Fall Einheiten. Vielleicht schaffen wir sie noch auf dem Rückzug. Vielleicht mal kurz ein bisschen wegziehen. Ach, kommen wir mal wieder. Hier, Ablenkung. Und ihr bitte hierhin. Na, andersrum wird besser. Ja, wird flankiert. Zurückziehen. Ah, scheiße. Ich hätte mich nochmal angreifen lassen sollen. Ich hätte sie wegreiten lassen sollen. Ja gut, die Kavallerie hat ein bisschen gestört. Meine Truppen sind rangekommen. Und hier sind bisher noch keine Feinde aufgekreuzt. Das ist mein Wald, geht ja raus.
So, die Kanone läuft. Dann gehen wir weiter. Lane. So. Kanonen ziehen wir jetzt mal nach. Auf diese Position. Supplywagen und ein bisschen in den Wald rein. Okay, die sind komplett aufgelöst. Die kommen nicht mehr wieder. Und der hatte seine Kanone hier stehen gehabt. Warum das denn? Warum tut man das? Die Truppen bleiben stehen. Er hat auch Kavallerie. Also mein Ziel ist es erstmal, in den Wald zu kommen. Hier hinten dicht zu machen mit einer Einheit. Und dann haben wir Spaß. Dann wird's schön. Dann wird's echt lustig. Und die Kanonen drängen wir immer weiter raus. Ich meine, wir verlieren Leute. Bisher hat die Kavallerie am meisten verloren. Von 600 Mal. Jetzt waren es 170. Ich hätte sie nicht nochmal zurücklaufen lassen sollen. Ich hätte sie zurückziehen sollen. Mein Fehler. Chapeau. Passiert. Ist nur Kavallerie. So, die nächsten Kanonen laufen. Ich hoffe mal, sie laufen um die Wette, um ihr Leben. Zieh mal ein bisschen nach und du gehst mal da. Ja, halt, halt, halt. Das ist gut. Halt. Da haben wir was aufgedeckt. Feuer. Ist in Feuerreichweite. Wie sieht die Deckung aus? Deckung 77. Er hat auch 77. Müssen wir ihn zusammenschießen. Ich sehe noch keinen Vorteil, noch schicke ich es nicht vor. Dass sie ein bisschen so am Rand stehen. Die nächsten Kanonen laufen. Und jetzt glaube ich, mache ich es nochmal mit denen hier. Auf die Mitte schießen. Du kannst ein Stück weiter. Du kannst auch ein Stück weiter. Bitte wieder in den Wald rein. Ich hoffe, dass die Kavallerie hier auch weggerückt ist, weil dann können wir hier vielleicht noch eine Kanone von der Seite holen. Oder da. Das ist ein geiles Ziel. Ah, dann doch eher hier. Zurückziehen. Wieder zurück. Die Kanonen kriegen wir da noch raus. Hier geht es erstmal nur um die Kanonen. Wenn wir die Kanonen hier aus dem Wald haben, dann können wir hier die Einheit rauskicken und dann können wir mit denen angreifen und nach da schieben. Mein Plan. Kanonenreichweite. Eine Kanone ziehe ich nochmal weiter ran. Heinrich weiter ran. Und das ist doof. Zurück. Zurück, hier pfeifen. Na, wir machen jetzt folgendes. Horst geht dahin und du unterstützt da. Warum? Nein, da. Nochmal hin.
Ich habe Angst, dass er flankiert wird. Der muss weg. Wie heißt er? Haaland. Haaland. Formieren. So, ich versuche hier nochmal die Kanone abzulenken. Dass er hier nämlich nicht geflankt wird. Nein, Haaland auf die schießen. So, warte mal. Pause. Jetzt müssen wir kurz aufpassen. Weil, die könnten uns gleich töten. Ich würde sagen, weich um. Habe ich da schon Charge gedrückt? Nee, ne? Kurz Play. Genau. So, jetzt nochmal wieder auf Pause. Jetzt wird's spaßig. Jetzt wird's schön. Die Truppen dahin. Du unterstützt da. Du bitte dahin. Und ihr könnt weiter. Ist das nicht schön? Und ja, die schicke ich ein bisschen aus der Deckung. Und hier warte ich noch kurz, bis Watt hier aus der Linie läuft. Wenn der auch wegrennt, dann schicken wir Camper vor. Und dann versuchen wir, sie weiter zu dem Fluss zu drängen. Und dann wird's schön. Dann wird's schön. Wenn das klappt, dann bin ich glücklich. Fast sogar. Okay, wir bringen sie zum Rückzug. So, warte mal ganz kurz. So, jetzt Angriff. Und Pause. Kanonen sind ja wieder bereit. Und genau, die zielen schon auf das richtige Ziel. Der hat auch seinen Spaß. Fantastisch. So. Machen wir ganz kurz. Da genau. Hier. Klappt nicht so ganz, wie ich gerne hätte. Halt auf alles Feuer, was da ist. Und wir rennen mal. Kavallerie, rennen, sonst bist du tot. Renn, Kavallerie. Sie sind auf einmal mutig geworden. Oh, und das ist falsch. Falsche Richtung. Renn mal da einfach in Sicherheit. Wir brauchen Truppen. Nein, da drauf. Ja, die müsst ihr doch mal zerschießen da. Lauf! Ach, die laufen jetzt auch. Scheiße. Hat nicht so gut geklappt mit der Kavallerie. Die läuft jetzt nach Hause. Also das schießen. Oh, komm. Ich versuche jetzt da die Kavallerie irgendwie zu retten.
Problem ist immer. Oh! Wir haben es geschafft, da hinten durchzulaufen. Ah, scheiße, ich bin zu weit getrennt. Oh, jetzt aber. Los, Kavallerie, beweg deinen Hintern. Und du komm weiter runter, wir brauchen Verstärkung hier. Okay, Mission geschafft. Schnell, bevor da die Kavallerie eingegriffen, meine Kavallerie sei schon. Bevor meine Kanonen eingenommen werden oder kaputt gemacht werden. So, ich hätte doch hier noch ein Backup lassen sollen. Das war natürlich gerade ein bisschen übermütig. Da kein Übergang war, war doch ein bisschen blöd. Hätte ich nie machen sollen. Ich wollte es testen, hat nicht so gut geklappt, wie ich es wollte. Es sah ja gut aus, ne? Es sah ja gut aus. Wenn das wirklich ein Übergang gewesen wäre und ich hätte die noch nach links holen können, ja, Katze, dann hätten wir sie noch besser gekillt, aber wir hatten voll die Übermacht. Aber trotzdem 1000 Verluste. Aber 1000 ist ja nichts. Gegen der letzten Schlacht ist das ja, der letzten großen Schlacht ist das ja ein Witz. So. Ja, Ruf 125.000 Dollar nehme ich gern. Truppen nehme ich auch gern. So, wir machen das diesmal anders. Ich habe das da mit jemandem schon geschrieben, dass ihr mir gerne Tipps geben könnt vor der großen Schlacht. Die kleinen sind ja eigentlich relativ easy peasy. Naja, die schaffe ich ja halt so, ne? Ein Tipp war ja schon mal, hier mehr Munition zu kaufen. Ich habe jetzt erstmal bei den drei Divisionen erstmal von... Ich hatte standardmäßig immer 10.500, bin ich erstmal auf 20.500 gegangen, weil ich mein ganzes Geld nicht verprassen werde. Das werde ich jetzt immer mehr nach und nach aufstocken. Genau wie ich auch, gut, jetzt sieht man es gerade nicht, weil ich ja mit Heinrichs Division gespielt habe. Aber Haaland und so, die waren ja bar auf 2.000. Und ich will auch erstmal bei allen Divisionen, die brauchen halt mehr Erfahrung. Also wenn ich jetzt hier auf 2000 gehe, mit meinem Grünschnäbel, dann zieht es mir zu viel runter. Das möchte ich nicht. Finde ich jetzt nicht so schön. Gerade Schusswaffen und als Schütze, weiß ich nicht. Ich werde das so nach und nach machen, wenn sie jetzt, wenn er hier ein bisschen aufsteigt, ein bisschen, oder hier so einen zweiten Stern kriegen, dann kann man das so nach und nach mal besser machen. Ich könnte es mit Veteran machen, aber dann sind es auch wieder 16.000. Grünschnäbel kostet dann halt 0, dann zahlt man halt die Waffe, ne? Das ist natürlich günstiger. Wenn ich das dann habe, wir haben hier, also mein Ziel ist es 30.500 und halt alle erstmal auf 2.000 bei den drei Divisionen. Hier fehlt noch... Was sind das jetzt? Brigade hier? Ich bin jetzt durcheinander. Das sind der Division. Entschuldigung. Was waren jetzt hier? Ein Korb. Ja. Ein Korb. Wir haben drei Korps. Okay. Hier fehlt noch die vierte Division. Und wenn wir weiter noch aufrüsten, dann können wir demnächst hier vielleicht auch noch mehr Truppen in den jeweiligen Divisionen noch unterbringen. Und ein viertes Korb könnte man auch nochmal machen. Und das ist, glaube ich, dann auch das Maximum. Mehr geht dann nicht. So, und jetzt gehen wir mal zur Schlacht. Das interessiert uns nicht. Antitem oder Antitem. Ich weiß nicht, wie man das aussprechen soll. Ich lese jetzt die Mission nicht vor.
Ich will nur mal kurz gucken, looken, was für eine Mission das ist ungefähr. Und ich glaube, dieses Informationsfenster sollte schon ausreichen. Und das gefällt mir schon mal gar nicht. Na? Wir haben hier 20 Brigaden, 20 Brigaden, 20 Brigaden, 20 Brigaden als Verstärkung. Und ja, Heinrich kriegen wir voll. Die kriegen wir auch noch voll. Die rechte ist schon mal ein bisschen scheiße. Ne? Ach, so, ich lese mal kurz doch trotzdem noch die Mission vor. Wir sind in den Staat Maryland einmarschiert, um den Krieg im Territorium der Union zu tragen. General McClellan machte sich daran, uns mit einer weitaus größeren Armee abzufangen. Wir sind zahlenmäßig unterlegen. Ja, ich bin sowieso zahlenmäßig unterlegen. Wir sind zahlenmäßig unterlegen, werden uns aber darauf vorbereiten, den Feind in der Nähe der Stadt entgegenzutreten, wo wir eine solide Verteidigungslinie entlang der Stadt errichten können. Wir müssen mindestens 3 Korps in Stellung bringen, um unsere linke und rechte sowie das Zentrum Jakatze zu schützen. Der Rest unserer Armee marschiert von Harper's Ferry heran und wird sich in Kürze anschließen. Wir dürfen diese Schlacht nicht verlieren, da General McClellan unsere Armee sonst einkesseln und vernichten wird. Viel Glück. Das sieht schon wieder so auch eine Mission aus, dass wir wahrscheinlich das in 3 Schritten wahrscheinlich spielen. Einmal die linke Flanke, dann das Zentrum, dann die rechte Flanke, so wie ich das Spiel kenne. Und zum Schluss haben wir dann die große Karte. So will ich es mal verstehen. Verstärkung haben wir keine, weil uns fehlt einfach die 4. Division. So, das als kleines Vorab-Information zur nächsten großen Schlacht. Ich werde das jetzt immer so machen, dass bevor eine große Schlacht ist, dann nochmal so mal kurz reingucken, was das denn da ist, um was es da ungefähr geht. Und darauf könnt ihr mir vielleicht nochmal 1-2 Tipps geben. Ich werde auf jeden Fall gleich mal, wenn wir wieder zurück ins Lager gehen, gleich mal den dritten Korb. Hier werde ich noch eine vierte Division einkaufen. Das sollte noch klappen. Der wird zwar hier trotzdem wenig Erfahrung haben und er wird auch ein großer Schwachpunkt sein. Da muss ich mal gucken, wo ich den hinsetze. Wahrscheinlich sind, ja, die beiden Flanken sind wichtig und das Zentrum erst recht. Heinrich werde ich auf jeden Fall ins Zentrum packen. Definitiv. Ich versuche den noch aufzurüsten. Vielleicht, wenn ich noch Geld und Waffen habe, weil der Waffenladen ist ja auch nicht unendlich, werde ich vielleicht nochmal einen vierten Korb gründen, aber da werde ich wahrscheinlich nicht viel Truppen reinpacken. Einfach nur so ein bisschen das, was da ist. Also vielleicht, dass wir vielleicht nochmal so ein paar tausend Mann einfach als Nachschub kriegen, was aber nicht viel ist. Ja. So, dazu, wenn ihr Tipps habt für die nächste große Schlacht, bitte hier ab in die Kommentare. Wenn euch das gefällt, was ihr gerade seht, dann könnt ihr mich natürlich auch abonnieren, liken. Ja, und ansonsten wünscht General Heinrich euch noch einen schönen Tag. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao.